Es könne ein guter Sommer werden, sagte Gesundheitsminister Spahn bei der heutigen Pressekonferenz zur Corona-Lage. Gleichzeitig verwies er jedoch auf die ansteckendere Delta-Variante, die sich auch in Deutschland schnell ausbreite. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler warnte davor, Erfolge leichtfertig zu verspielen. Bei mangelnder Vorsicht könne das Virus vor allem Ungeimpfte und erst einmal Geimpfte treffen. Die Delta-Variante hat am Moment einen Anteil von rund 6%. Das können Sie auch dem gestrigen Bericht entnehmen. Aber der Anteil nimmt zu. Wir müssen diese Entwicklung daher sehr genau beobachten. Es ist nämlich klar, dass die Entwicklung eben davon abhängt, wie wir die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende wird, sondern nur wann. Wichtig ist, es ist auf niedrigem Niveau, aber eben schnell. Und wir haben gerade in den letzten 2-3 Wochen eine relativ starke Steigerung gesehen. Die Herausforderung ist, dass diese Virusvariante besonders ansteckend ist und sie eben auch dazu führen kann, Erfolge in der Pandemiebekämpfung wieder in Frage zu stellen. Das erlebt gerade sehr leidvoll das Vereinigte Königreich, das in vielen Bereichen ja auch schon sehr, sehr gute Entwicklungen hatte und auch in weiten Teilen noch immer hat, aber gleichzeitig eben etwa auch weitere Öffnungsschritte hat verschieben müssen wegen der aktuellen Entwicklung. Und das wollen wir vermeiden. Delta breitet sich, die Variante Delta im Vereinigten Königreich, auch vor allem bei Jüngeren aus. Und schwere Verläufe sind insbesondere zu beobachten bei Nicht-Geimpften und durchaus auch bei denjenigen, die nur eine Impfung erhalten haben. Und das zeigt das, was wir ja schon seit Wochen sagen, die Zweitimpfung ist wichtig. Und unsere Strategie, die Zweitimpfung auch innerhalb des vorgesehenen Intervalls, zeitlichen Intervalls vorzunehmen, geht dann in diese Richtung auch richtig auf. Und das heißt gleichzeitig auch, neben dem Impfen und den Fortschritten der Impfkampagne weiterhin vorsichtig bleiben. Ich habe hier schon 2 oder 3 Mal gesagt, das kann ein guter Sommer werden. Das gilt auch weiterhin. Wir haben Anlass zur Zuversicht, aber eben vor allem dann, wenn wir dabei auch vorsichtig bleiben. Anke Hahn in Berlin, Sie haben die Pressekonferenz auch verfolgt. Nun, RKI-Präsident Wieler sagte ja, es sei nicht die Frage, ob Delta die führende Variante werde, sondern nur wann. Wann rechnet Professor Wieler denn damit? Er rechnet eigentlich im Herbst damit. Also Grund dafür ist, im Sommer gibt es ohnehin weniger Ansteckungen. Man ist mehr draußen, die UV-Strahlung zerstört das Virus, es kann sich weniger angesteckt werden. Die Schulen sind zu, es gibt weniger Orte der Ansteckung. Also im Sommer ist nicht damit zu rechnen, dass die Zahlen sehr nach oben gehen. Allerdings wird der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen zunehmen und spätestens im Herbst, sagt Wieler, ist sie die vorherrschende Variante. Nun gibt es ja Lockerungen seit einiger Zeit. Viele Bundesländer lockern auch die Maskenpflicht. Kommen diese Lockerungen zu früh? Minister Spahn hat gesagt, solange draußen die Maskenpflicht gelockert wird, sei es nicht so gravierend, weil draußen ja deutlich weniger Ansteckung stattfinde. Im Innenbereich allerdings sollte da nicht gelockert werden. Also, wenn mehr Menschen in einem Raum sind, der nicht gut gelüftet ist, oder die Menschen sind eben nicht vollständig geimpft oder genesen oder eben freigetestet, dann sollte die Maske aufbehalten werden. Minister Spahn hat auch gesagt, er wünscht sich, dass die Länder und dass die Kommunen, wenn die Zahlen wieder ansteigen, nicht erst warten, bis eine Inzidenz von, sagen wir mal, 50 erreicht ist, sondern dass sie, wenn die Zahlen ansteigen und es wird bedenklich, sofort beginnen, neue Maßnahmen wieder einzusetzen, weil man solle nicht warten, bis es dann wieder richtig schlimm ist, um dann erst gegenzusteuern. Und welche Vorkehrungen trifft das Robert-Koch-Institut für die Ausbreitung der Delta-Variante? Man muss ja nur nach Großbritannien gucken, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Das wichtigste Instrument, was wir haben, ist zu impfen. Und zwar vollständig zu impfen. Eine Dosis reicht nicht, das wurde auch gerade gesagt. Aber vollständig Geimpfte seien wirklich sicher. Und wenn sich dann noch an die üblichen Regeln gehalten werde, also AHA-Regeln plus Hygiene,
dann hat das Virus nicht so eine große Chance, sich weit auszubreiten. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn die deutlich ansteckendere Variante unterwegs ist, weil wenn sich alle an die Regeln halten, hat die weniger Chancen. Es ist natürlich so, in Schulen, Kinder sind dann nicht geimpft, da muss dann stärker kontrolliert werden. Und es ist auch gesagt worden, ganz besonders wichtig ist, dass wieder vollständig sequenziert wird. Also dass immer geguckt wird, welche Variante ist gerade unterwegs. Und wenn eben Delta die vorherrschende ist, dann muss eben wirklich sehr vorsichtig vorgegangen werden. Sie haben es angesprochen, wohl im Herbst wird es zu einer vermehrten Ausbreitung des Coronavirus kommen. Dann haben wir aber auch gleichzeitig ja wieder mehr Geimpfte. Auf was müssen wir uns dann einstellen? Das ist unklar, das weiß keiner wirklich. Wenn Deutschland Glück hat und es sind ausreichend Menschen geimpft, dann werden die Zahlen nicht so hoch sein. Aber es weiß natürlich auch keiner, ob die vollständige Impfung, wie lange die vorhält oder ob möglicherweise irgendwann eine dritte, eine sogenannte Boosterimpfung notwendig ist. Da ist die Wissenschaft sich noch nicht ganz sicher. Das muss abgewartet werden. Aber im Moment sind die meisten optimistisch. Bis Ende Juli soll jeder, der geimpft werden möchte, auch eine Impfung bekommen. Das hat Spanier heute noch mal betont. Ist das denn realistisch? Nein, es soll nicht jeder eine Impfung bekommen. Es soll jeder ein Impfangebot bekommen. Und das ist realistisch. Okay, das ist realistisch. Aber Anke Hahn, vielleicht noch mal nachgefragt. Gestern gab es die Meldungen von CureVac, dass es nur eine 50-prozentige Wirksamkeit gäbe. Wie wirkt sich das denn auf die Impfkampagne der Bundesregierung aus? Minister Spahn hat gesagt, gar nicht, weil es seien genügend Impfstoffe anderer Hersteller vorhanden. CureVac sei perspektivisch eingeplant, aber die derzeitige Impfkampagne werde davon nicht betroffen sein. Dankeschön, Anke Hahn nach Berlin.